dann herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wir möchten heute gerne sprechen über, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Praktische Tipps zum Umgang mit der Rückkehr touristischer Reisen. Sie sind jetzt erstmal alle auf Mute gestellt, so mehr oder weniger, und können aber gerne jederzeit Fragen über den Chatbereich stellen. Es wird am Ende auch noch eine Frage- und Antwortrunde geben, in der Sie nochmal Ihre Fragen stellen können. Mein Name ist Isabel Schmidt. Und meine liebe Kollegin Claudia Heitland hat nun das Vergnügen, ihre Tipps und Tricks in Bezug auf die Rückkehr touristischer Reisen mit Ihnen zu teilen. Ja, liebe Claudia, leg los. Liebe Isabel, vielen Dank für die Einleitung. So, und dann ist hier auch schon unser Plan für unser Webinar heute. Wir sprechen natürlich über das Thema Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Wir schauen uns an, welche allgemeinen Ratenstrategien im Moment sinnvoll sind und welche nicht. Wir geben Anregungen zu Specials und Arrangements. Wir werfen einen Blick auf das Thema Buchungsbedingungen und auch darauf, was Sie in den Bereichen Content-Optimierung und Online-Bewertung tun können, möchten wir am Ende noch kurz eingehen. Absolut wichtig ist es im Moment, das Hygienekonzept Ihres Hotels mit den Covid-Schutzmaßnahmen zu kommunizieren. Und zwar ausführlich und über alle Kanäle. Das heißt, über die eigene Webseite prominent wirklich ein deutlich sichtbarer Hinweis vorne auf der Homepage, der leicht sofort auffindbar ist und dahinter verlinkt dann gerne nochmal ausführlich beschrieben. Über Drittseiten, also alle Online-Travel-Agencies wie Booking.com, HRS und so weiter, über Google My Business, über Bewertungsportale wie Holiday Check. Alle bieten inzwischen Möglichkeiten an, um ihre Maßnahmen entweder über eine Checkliste anzuklicken oder über einen Text zum Thema direkt einzugeben und zu beschreiben. Bitte nutzen Sie alle diese Möglichkeiten maximal aus, denn das Wichtigste ist im Moment wirklich, Vertrauen zu schaffen. Gäste müssen sicher wissen, dass eine Reise in ihr Hotel auf jeden Fall gesundheitlich unbedenklich und sicher ist. Bei Booking.com ist es sogar so, dass Sie alle im Extranet aufgeführten Fragen mit Ja oder Nein vollständig beantworten müssen, sonst wird nämlich überhaupt gar nichts angezeigt. Und wenn bei Ihrem Mitbewerber Hygienemaßnahmen angezeigt werden und bei Ihnen nicht, dann beeinflusst das natürlich die Entscheidung des Gastes für ein Hotel und gegen ein anderes. Ich möchte das gerne am Beispiel von Booking noch etwas näher erläutern. Es gibt hier sogar einen Filter, den der Gast nutzen kann, um nur die Hotels anzuzeigen, die zusätzliche Maßnahmen umsetzen. Und um da in der Ergebnisliste mit aufzuscheinen, muss es natürlich im Extranet vorher vollständig ausgefüllt worden sein. Booking.com ist sowieso oft eine gute Orientierung, weil Booking extrem datenbasiert arbeitet, sehr effizient ist und sehr umsatzorientiert arbeitet. Booking ist auch sehr schnell darin, sich an neue Situationen anzupassen, meist als Erster im Markt und alle anderen ziehen danach. Und Booking probiert viel aus und setzt dann um, was funktioniert. Und was funktioniert, heißt eigentlich immer, was Buchungen generiert. Was ich damit sagen will, ist, wenn also Booking so einen Fokus auf die Kommunikation der Covid-Maßnahmen setzt, dann kann das nur heißen, dass es wichtig ist und dass es dazu beiträgt, eben Umsatz zu generieren. Profitieren Sie also da wirklich vom Know-how der Verkaufsprofis und orientieren Sie sich daran für Ihre eigene Webseite und für Ihre gesamte Kommunikation. Nehmen Sie das Thema auf in E-Mails, in Angebote, in Social Media, im Gäste-Newsletter und in Pre-Stay-E-Mails. Worauf ist es in nächster Zeit wichtig, in Bezug auf die Preisgestaltung zu achten? Auch wenn Ihre Belegung im Moment noch nicht sehr gut aussieht oder quasi noch nicht vorhanden ist, bitte nicht jetzt einfach die Raten senken. Wir sehen, dass in allen unseren Hotels der Trend geht zu mehr und mehr Last-Minute-Buchungen. Das war schon vor der Krise so, hat sich aber durch die Krise noch weiter verstärkt und die Buchungen kommen wirklich oft sehr, sehr spät rein. Raten senken wird Ihnen kaum mehr Buchungen bringen, Ihnen aber vor allem, wenn da mehrere Hoteliers anfangen, sich gegenseitig zu unterbieten,
die Preise unter Umständen kaputt machen und es ist danach sehr schwer, aus so einer Abwärtsspirale wieder auszusteigen und die Raten wieder anzuheben. Außerdem kann es passieren, dass Gäste, die schon im Voraus gebucht haben und jetzt sehen, dass ein Preis gesenkt wurde, ihre alte Buchung stornieren und dann die günstigere Rate neu buchen oder sich bei der Anreise im Hotel beschweren und eventuell eine Rückerstattung wollen. Schauen Sie stattdessen ganz genau hin, wo und wann jetzt Reservierungen für welche Daten reinkommen. Und nutzen Sie dann die Chance auf mehr Umsatz. Erhöhen Sie die Preise für diese Daten oder arbeiten Sie auch mit Restriktionen, zum Beispiel mit einem Mindestaufenthalt, um dann die Auslastung darüber zu optimieren. Aber wichtig, trotzdem nicht übertreiben. Wenn die Nachfrage an einigen Daten sehr hoch ist und man daraufhin utopische Preise aufruft, dann steht irgendwann die Leistung in keinem Verhältnis zum Preis mehr. Die Gäste empfinden dann ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und was dann passiert ist, dass es schlechte Bewertungen hagelt, was langfristig natürlich mehr schadet als ein schneller Gewinn. Balance ist ja also ein gutes Stichwort. Die OTLs bieten jetzt viele Kampagnen an. Auch hier gilt es, eine gute Balance zu finden, nicht einfach alles mitzumachen, sondern sich wirklich genau zu überlegen, wo ist eine Teilnahme sinnvoll. Und wenn ich mit einer Promotion arbeite auf der OTA, das dann auch möglichst auf der eigenen Webseite so anzubieten. Ein Wiedereröffnungs-Special kann sinnvoll sein, nicht um indirekt die Preise zu senken, sondern in erster Linie für die Kommunikation. So hat man einfach noch etwas mehr zu erzählen und kann so ein Special oder eine besondere Aktion über viele Kanäle spielen. Über die eigene Webseite und Buchungsmaske, über den Newsletter an die Stammgäste und Social Media. Statt einen besonderen Preis kann man hier einfach ein kleines Extra einbauen. Das kann zum Beispiel eine Flasche Sekt sein zur Feier der Wiedereröffnung, ein Picknickkorb, irgendetwas, was zu Ihrem Haus passt. Und wie gesagt, hier geht es natürlich auch um den Inhalt des Packages, aber eben in erster Linie um die Kommunikation. Wenn Sie das Special mit einem Buchungscode verbinden, können Sie im Nachgang auch super schauen, ob es gut funktioniert hat und wie viele Reservierungen es gebracht hat. Natürlich muss man sich hier nicht auf ein Special beschränken, sondern kann gerne weitere attraktive Arrangements aussetzen. Die Reiselust der Gäste ist natürlich im Moment sehr groß. Ich glaube, das geht uns allen so. Und wenn Sie 2, 3 richtig gute Arrangements aufsetzen, die Stärken des Hotels und der Region in den Mittelpunkt rücken und den Fokus auf Erholung setzen, dann kann das sehr gut funktionieren. Und Arrangements stärken natürlich auch Ihre eigene Webseite. Sie geben der Webseite einen Mehrwert, weil sie auf Booking und HRS ganz einfach gar nicht buchbar sind. Die Buchungsbedingungen, gestalten Sie die so flexibel wie möglich. Und diesen Punkt habe ich erst vor kurzem selbst wieder mit einem Kunden diskutiert, der mir gesagt hat, ja, ich bekomme so viele Stornierungen im Moment, also biete ich jetzt nur noch nicht rückerstattbare und nicht stornierbare Raten an. Und das ist unserer Meinung nach der komplett falsche Weg. Stellen Sie sich die Buchungsbedingungen mal wie eine Art Filter vor. Oben drüber ist die Gesamtnachfrage aller Gäste, die zum Beispiel ein Hotel an der Ostsee suchen. Und dann gibt es einen bestimmten Anteil an Gästen, die ihre Buchungsbedingungen akzeptieren. Das sind die, die unten in ihrem Topf landen und alle anderen eben nicht. Und wenn Sie da jetzt sehr restriktiv dran gehen, dann halten Sie von vornherein einen Großteil der potenziellen Gäste vom Buchen ab. Dann haben Sie zwar umsatzsichere, weil nicht mehr stornierbare, aber eben sehr wenige Buchungen. Wenn Sie flexibel bleiben, machen Sie quasi dieses Nadelöhr größer. Es kommen viel mehr Buchungen rein. Von denen werden dann zwar einige wieder storniert, aber insgesamt bleibt einfach deutlich mehr hängen. So, der eine oder andere denkt jetzt, die Folie hatten wir doch eben schon. Fast richtig. Vorhin ging es darum, die Covid-Schutzmaßnahmen auf allen Kanälen zu vervollständigen. Hier möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich auch für alle anderen Inhalte gilt, also für Ihren gesamten Content. Das sind Ihre Fotos, das sind Ihre Hotelinformationen, das sind Ihre Services und Ausstattungsmerkmale, die Zimmerausstattung. Jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt, um das alles noch einmal zu kontrollieren und zu optimieren.
Und das über alle Kanäle, über alle OTAs wie Booking.com, Expedia und HRS, Kurzurlaub, Seiten der Landes- und regionalen Tourismuszentralen, aber auch auf Bewertungsportalen und Metasearchern wie TripAdvisor, Google My Business, Holiday Check und Social Media wie Facebook und Instagram. Das Ziel ist es hier im Moment wirklich, auf allen Kanälen vollständig und attraktiv präsent zu sein und mit saisonalen Fotos, die Frühling, Sommer, ihre wunderschöne Terrasse zeigen, einfach Entspannung und Erholung in den Vordergrund zu rücken. Abschließend, und aus meiner Sicht kann das wirklich sehr wertvoll sein, behalten Sie Ihre Online-Bewertungen im Blick. Die Bewertungen haben seit der Krise allgemein die Tendenz, etwas runterzugehen. Das ist erst einmal gut zu wissen und es geht fast allen Hotels so. Das ist einfach zu einem gewissen Grad normal, weil die derzeitige Hotelerfahrung von der vorherigen, von der normalen Hotel- und Urlaubs- und Erholungserfahrung einfach abweicht. Und immer so ein gewisser Covid-Beigeschmack dabei ist, wenn man zum Beispiel im Hotel die Maske tragen muss. Das spiegelt sich einfach in den Bewertungen wider. Da kann niemand was dafür. Das ist so. Aber es lohnt sich trotzdem, sehr genau hinzuschauen und trotzdem zu analysieren, wo besteht vielleicht noch Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel bei der Umsetzung der Hygienekonzepte. Oder wo besteht Kommunikationsbedarf, um Beschwerden schon im Voraus zu vermeiden, dass zum Beispiel die Sauna oder das Schwimmbad noch geschlossen bleibt, dass im Restaurant bestimmte Regeln gelten und so weiter. Hinschauen lohnt sich da auf jeden Fall. Und auf kritische Bewertungen zu antworten lohnt sich ebenfalls. Das signalisiert Interesse und Motivation, mit den Umständen bestmöglich umzugehen und wird natürlich von vielen potenziellen Gästen mitgelesen. Ja, ich danke Ihnen an dieser Stelle schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt einige Themen aus den Bereichen Revenue Management, Online Distribution, Hotel Webseite, Online Bewertung angesprochen. Und meine Kollegin Isabel hat inzwischen bestimmt schon einen Blick in den Chat geworfen und weiß, ob es bisher Fragen gibt. Und ja, sie erklärt Ihnen auch gleich noch. okay. Dann gucken wir doch schon mal. Gibt es schon eine Frage? Mir ist vor allem aufgefallen, dass wir einige auch von unseren Bestandskunden heute im Webinar dabei haben. Das freut mich natürlich dann auch sehr. Ja. Und da würde ich jetzt auch die Stummschaltung ist nicht mehr für alle Teilnehmer aktiv. Also wenn jemand jetzt eine Frage hat, gerne einfach auf Stummschaltung aufheben und fragen. Oh, wir hatten gerade noch einen Nachzügler, der dazugekommen ist. Hallo, herzlich willkommen. Ich schicke Ihnen gerne nachher die Präsentation nochmal zu. Keine Fragen soweit? Im Moment herrscht noch Schweigen. Also wer möchte und mutig ist, bitte gerne sprechen. Und ansonsten erzählen wir noch ein bisschen was zu RegioTales. Genau, dann sage ich einmal kurz, wer wir sind. Wenn noch jemand dann zwischendurch eine Frage hat, gerne einfach reinkrätschen. Genau, unser Unternehmen bietet Hotelmanagement Outsourcing an. Das bedeutet, dass wir Ihnen gerne einige von den Hotelmanagement-Aufgaben abnehmen und aktiv für Sie durchführen. Also die Sachen, die Claudia auch gerade angesprochen hat, zum Beispiel die Bepreisung, wann habe ich welche Rate, mache ich eine Restriktion rein oder kann ich hier vielleicht ein Arrangement machen oder wie gehe ich mit den verschiedenen OTAs um, funktionieren meine Verknüpfungen oder auch zum Beispiel das Aufsetzen von einem Booking Engine oder einem Channel Manager. Diese Dinge können wir für Sie übernehmen. Genauso auch digitales Marketing, Webseitenerstellung, Google-Ad-Kampagnen oder auch den ganz klassischen Vertrieb, also Drittanbieter kontaktieren, Verträge abschließen etc. Also ganz viele zeitintensive Aufgaben, die Sie von Ihren Gästen fernhalten, können wir für Sie übernehmen. Und wir haben auch ein Team in Deutschland, das sich gerne auch bei Ihnen die auch gerne bei Ihnen im Hotel Treffen vereinbaren oder auch
über die Links, die ich gerade in den Chat reinkopiert habe, zur Verfügung stehen, um auch Telefonate etc. zu führen, um eventuell weitere Fragen über die Präsentation, die wir gerade gesehen haben, nochmal zu stellen oder auch noch mehr über Regiotel zu erfahren. Das wäre ich ganz links, Isabel Schmidt, dann meine liebe Carina Kaspari, meine liebe Kollegin und Christian Knie. Wir sind alle hier im Südwesten ansässig, aber fahren auch gerne ein Stückchen weiter, um sie zu erreichen. Ja, hat jetzt noch jemand eine Frage vielleicht in der Zwischenzeit? Nö, alles klar. Dann gerne ansonsten sich einfach bei uns melden und dann wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Tag und ja, darauf, dass die Touristen bald wieder zurückkommen. Wir freuen uns. Tschüss! Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.